Hallo, ihr Wake Queen, mit recht herzlich willkommen auf unserem Brustkanal zurück zu Forza Horizon 5. Forza und ganz herzlich an alle Unterstützer, ohne die es ja gar nicht machbar und realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, da ich es auch öfters gespielt habe im Stream auf Twitch. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen, würde mich riesig drüber freuen. Und ich habe ein paar neue Autos hier bekommen, ne? Wer hätte das gedacht? Ein paar habe ich restauriert mittlerweile und jo, der Fuhrpark ist schon ein bisschen größer geworden hier an Kfz, ne? So, da gucken wir ja meinen Spider mal fahren. Der Spider hat 29 und der, wo ich jetzt gerade fahre, der Lambo, der hat, da sind viele Autos, 808, der Diabolo, der Lambo. Diabolo. Schicke Autos, oder? Oder so ein Käfer habe ich auch noch. Ja. So, wo ist jetzt? Wo ist mein Lambo hin? Mein Porsche. Porsche Spider. Einsteigen. Und dann schauen wir mal ein bisschen durch die Gegend, ja. Naja, geiles Auto, oder? Ein geiles Auto. So. Mega. Oh, I love it. Na, gucken mal. Was können wir denn hier machen? Was ist das da oben hier? Hochland, Bergrennen, das ist immer ganz scheiße hier. Berg mag ich ja sowieso nicht mehr. Schnellreisetafel, Tafeln kaputt. Beschleunigungsstrecke. Jo, das haben wir noch nicht. Ja, beschleunigen kann ich immer. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Jo. In 200 heißes Gerät, hä? Links abbiegen. Oh, ein grünes Gerät, ja. Ja, da kommt Freude auf, Leute. Ich sag's euch hier. Wenn ich nur besser fahren könnte, ne? Aber das kann ich ja nicht. Das ist in 200 Metern rechts abbiegen. Dass ich da leichte Koordinationsschwierigkeiten habe hier. Das sollte sich anecken. Oh, wenn das nicht passieren würde, dann wär's nicht ich, oder? Muss ja nicht. Aber das geht schon gut ab, ja. Wie man sieht, man mich mal wieder in die Botanik rumfahren. Wollt ihr mal von innen genießen, ne? Da macht... Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Weil er einfach ja zu viel Power hat, ne? Nächster Gelegenheit, wenden. Einmal hier die Botanik und eine Scheiße, ne? Ah, da kommt halt ein ganz anderes Fahrfeeling im Cockpit auf, ne? Da muss halt ein bisschen langsamer machen. Nicht so turbomäßig um die Kurven fahren. Aber da liegt schon gut. Dieser Porsche. Porsche Spider. Oh, sorry. Ist halt extrem schwierig, gerade für mich so nur im Cockpit zu fahren. Lieber sehe ich ein bisschen mehr von der Strecke, ne? Oh, wir sind da. Oh, Gott. Links abbiegen. Wir starten. König. König. Fangspieler mit der Krone infiziert. Hä, das ist doch Beschleunigungsstrecke. Oder nicht? What? Flaggenjagd. Sammle Flaggen und bringe sie... Oh, überleben. Zombies, wenn wir so schnell wie möglich die Überleben infizieren. Meine infiziert... Oh Gott. Gott, machen wir das hier, ne? Jesus. Ja, kein Plan, ja. Nee, der muss ein Spielplatz bei dir erstellen. Nee, das möchte ich nicht. What the fool, da stand doch beschleunigen. Schwerfeld Einstrecke, jo. Hat das schon mal eine Kacke, oder? Da stand hier groß doch Beschleunigung, ja.
den 200 Metern links abbiegen. Jo. Am verarschen kann ich mich selber, ja. Links abbiegen. Jo. Du hast dein Ziel erreicht. So, ein Solo hier. Flugplatzsturm. Da brauchen wir jetzt natürlich ein gescheites Auto dafür, ne? Gerade wenn es hier in der Botanik rumgeht. Eins, wo halt auch gut liegt, ne? Da kann man mit so einem Turbogerät schlecht fahren. Wo ist mein Auto? Mein Cosworth ist, glaube ich. Hä? Where is my Cosworth? Cosworth. Da ist er. Da ist er ja. Mit dem kann man eigentlich gut durchs Gelände düsen. Hoonigan, Hoonigan. Mit N, nicht mit L. Wollt ihr auch noch ein Rennen sehen, ne? Horizon passiert. Flugplatz, querfeld Einsteige. Und dann geht ab die wilde Fahrt. Ah, Start als Zweiter, das kann man so schlecht, oder? Ich darf nur nicht zu viel Scheiße bauen. Das wäre immer hilfreich. Ja, ganz easy, ja. Das ist weniger easy, das war weniger gut. Hat ich so schön überholt alle, ja. Und dann das wieder, ne? Bisschen unfairer fahren geht auch. Aber das Auto liegt schon gut. Fahrzeug querfeld ein, optimal. So, so hier. Macht mega viel Laune. Also ich könnte es echt jeden Tag spielen. Naja, der war ein bisschen schlecht driftet. Jo. Easy. Rossi, very bad, very bad. Irgendwann verkacke ich es immer, weißt du? Immer irgendwo. Baue ich in Scheiße. Das war nicht fair. Ah, vorhin bin ich da hängen geblieben, ne? Snacken mal weg hier. Muss halt wissen, wann man einlenkt, wann man bremst, etc. pp. Ne? Dann wäre es besser, ja. Wenn man konzentriert bleiben bis zum Glück, sonst wird es nicht. Ja, ich bin ja gut hier abgekürzt, oder? Wenn ich jetzt nur mal so schaffe, dann wäre das optimal, ja. Dann wäre das nicht schlecht. Also jetzt die letzte Runde, ne? Das wäre von Vorteil. I think so. Oh, jetzt Schanze. Oh, ja, ja, nicht ins Straucheln kommen, rollt die Bär. Easy. Easy Handling. Jetzt schon mal so eine schöne letzte Runde fahren wie gerade eben, das wäre optimal, ja. Nicht anecken, auf der Straße bleiben oder auf der Strecke bleiben, immer wichtig und richtig. Und jetzt hier gut rumkommen. Oh, ey, hab ich Glück gehabt, ja. Merko erst kommt ins Straucheln hier, Rossi eben am Limit. Voll am Limit. Ah, schön rumgekommen nochmal am Schluss. Jetzt die letzte Kurve nicht verkackt mehr, dann wäre das easy, ja. Oh yeah, ich sehe mich schon als Gewinner. Wow!
Holy moly, what a finish, eh? I love you, my dear. Yo! Ja, easy, oder? Ah, meine Freunde Dr. Popperitz haben weit abgeschlagen und Fabi, aka Reaped, easy weggesnackt hier. Ja, gut gefahren für meine Verhältnisse. Winner, winner, chicken dinner. Great, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Oh, Level, Stufenaufstieg 22. Oh, Wheelspin. Und dann kriege ich lumpige 25 des Turbo. Radikal, den hätte ich gern gehabt, ja. Aber 25.000 ist ja scheiße, die wandern ja. Nix hier. Der ist ja fool hier. Bin ich schon ein bisschen enttäuscht, ne? Man, haben wir noch kaum kurz was Schnelles? Ja, ich hab wohl her. Haben wir noch was Kurzes hier? Schnelles? Hey, Sir. Zeit zum Erweitern. Wonach ist dir diesmal? Querfeld einrennen, Bonner. Reisenbacher, was? Ideale Lage für den Querfeld ein Außenposten. Du, Alex, Ramiro und jeder einzelne Fan schreibt mir und fragt, wann Horizon Baja eröffnet. Tolle Neuigkeiten. Ich sag allen demnächst, ja? Super, oh, da waren wir doch schon, oder? Da waren wir doch gerade eben. Hey, mi amigo! Ich finde, wir sollten Horizon zeigen, warum in der Baja das größte Offroad-Rennen der Welt stattfindet. Und falls noch Zeit bleibt, können wir ja einen Außenposten einrichten. Bei nächster Gelegenheit wenden. In Was 400 Metern scharf rechts abbiegen. Was war das jetzt? Ah, halt. Beschleunigungsstrecke. Ja, das machen wir jetzt aber solo. Ah, der Donau. Dann nehmen wir aber den. Ja, was sowas von 29. Wen haben wir denn da noch? Den intenser Emotionen. Nee, habe ich nicht. Oh, leck mich doch ja. Spool. Der war auch nicht schlecht. Der Audi bin ich noch nie gefahren. 29 und der Audi hat 49. Meint er, mit dem kann man das machen? Der A8 V10 Plus? Mal schauen, was der auf der Lunge hat. Er muss halt in die Gänge kommen, ne? Ja, oh, Gerät, der Gerät. Heieiei, da wird's einem doch schon Angst und Bange, oder? Aerodromo. Boah, geht er ab, ja. 3, 10, 20, 3, 30, 3, 40, 3, 50, 3, 60, 3, 70, 3, 80, 3, 90. 400! 400! What the fool! Wow! 400! Ja, leck mich auf den Kopf her! What the Jesus! Ihr habt sie wieder alle abgesnackt. Aber ganz easy. Um Längen! Wow! Ich bin total platt. Ich bin am Ende. 400 km/h. Wow. Ich bin platt. Da rennt nur, das bin ich, ja. Ich bin am Ende. Leute, ich bin total am Ende. Ich muss zurück in die Heimat. What the hell? Schnellreise. Jesus.
Tja, ich bin hier 400, so schnell bin ich noch nie gefahren. Ja, Freunde, da würde ich sagen, gucken wir mal zum Ende für heute. War ein kleiner Ausflug, zweimal erfolgreich, ganz locker flockig. Und mit dem Kerlchen hier, absolut genial. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt es in die Kommentare. Aktuelle Glocke, falls ihr gerade überhaupt Köpfchen drücken, press that button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss mit dem Video und so Rosti. Say goodbye, stay healthy and have a wonderful time. And stop the war, please. Bye bye.